Vier Jahre nach der Modelleinführung präsentiert Porsche die zweite Generation des Geländewagens Cayenne. Das Facelift des Offroad-Sportlers ist dezent ausgefallen. Die Grundoptik des Zuffenhauseners bleibt bestehen. Trotzdem wirkt er jetzt sportlicher. Der Innenraum wurde aufgehübscht und die Motoren bekommen mehr Leistung. Von vorn unterscheiden sich die Modelle Cayenne, Cayenne S und Cayenne Turbo unter anderem durch unterschiedlich angebrachte Blinker. Die Version mit den horizontalen Leuchten ist der Turbo. Der Cayenne und der Cayenne S tragen die Blinker vertikal. Zudem hat der Turbo einen größeren Lufteinlass als seine beiden schwächeren Brüder. Zur veränderten Optik bekommen alle drei Offroader stärkere Motoren. Die Basisversion des Cayenne mit V6-Motor ist nun 40 PS stärker als bisher und leistet 290 PS. Der Hubraum des Sechszylinders wurde von 3,2 auf 3,6 Liter vergrößert und das Drehmoment kletterte von 310 auf 385 Newtonmeter. Den Spurt auf Tempo 100 absolviert der Einstiegs-Cayenne in 8,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 227 km/h. Der Motor des Cayenne S erreicht mit einem auf 4,8 Liter Hubraum vergrößerten V8-Saugmotor ein Drehmoment von 500 Newtonmetern. Er leistet jetzt 385 PS. Das sind 45 PS mehr als bisher. Der S beschleunigt in 6,6 Sekunden auf Tempo 100 und wird 252 km/h schnell. Beim Turbo ist die Motorleistung im Vergleich zum Vorgänger um 50 PS gestiegen. Der neue, von zwei Abgasturboladern angetriebene Achtzylinder produziert 500 PS und ein Drehmoment von 700 Newtonmetern. Den Spurt von 0 auf 100 absolviert der Turbo in 5,1 Sekunden und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 275 km/h.